Hallo und danke, dass ihr eingeschaltet habt zu der vierten Runde Sexperte. Heute ist wieder der heutige Gast Marc Coxi. Unten seht ihr jetzt noch schnell den Punktestand, den aktuellen, und ich würde einfach sagen, ab ins Video. Diesmal wahr oder falsch wieder an Sabrina. Okay. Sex kann ein natürlicher Schmerzkiller sein. Halt mal, die hat doch erst eine Frage beantwortet. Nee, das war eine Gruppenfrage. Ach. Ja, war. War es richtig? Liebe Frauen, wenn ihr Kopfweh habt, Kopfschmerzen, dann kann Sex dabei helfen. Aber liebe Freunde, Nein, schmeißt die Aspirin weg und tut das Leute, eine. ich muss euch was zeigen. Ich liebe dich, Will. Ich liebe dich auch, Amy. Aber ich muss dir noch etwas beichten. Was denn? Ich ficke Matt Damon. Du fickst Matt Damon? Ja, ich weiß, dass das stimmt, dass auch Flavor mich durchmischt. I'm sorry, what? Was ist ein Prinz Albert? Nee, du hast das nicht sehen, sonst hast du es gesehen. Prinz Albert. A. Der Ritter in schimmernder Rüstung auf einem weißen Pferd, nach dem jede Frau sucht. Das ist richtig! B. Ein Piercing, das direkt durch die Peniseiche geht. C. Eine bestimmte Art von Keuschheitsgürtel für Frauen. D. Ein Ring, den man unter dem Penis, unter dem. Entschuldigung. D. Ein Ring, den man um den Penis befestigt und der dafür sorgt, dass man die Erektion für sehr lange Zeit hält. D. Was war nochmal B? Der Piercing, der durch die Eichel, Peniseichel geht. Ich tippe auf B. Alle eingeloggt? Ja. Der Piercing. Also B. Wow. Ah, okay, so. Also, Great. das Ich Piercing will ist meistens ringförmig mit einem Kugel hinten dran oder vorne. Manche Männer behaupten, dass das Piercing die sexuelle Freude erheblich steigert. Man kann auch so Spaß haben, gell? Wie kann man sich nur so etwas Ja. durch die Eichel durchjagen? Okay, ich will nicht darüber nachdenken. Ich werde das nie tun. Deswegen schnell zur nächsten Frage. Wie viele Erektionen hat ein Mann? Oh, das ist eine Gruppenfrage. Ja, ich hab's gewusst. Wie viele Erektionen hat ein Mann an einem Tag, wenn er wach ist? A. Zwischen 0 und 3 Erektionen. B. Zwischen 3 und 6 Erektionen. C. Zwischen 6 und 9 Erektionen. Und D. Zwischen 9 und 12 Erektionen. Am Tag im Wachen Jetzt musst du Zustand. nachzeigen, gell? Das ist ja, es ist eine interessante Frage. Es ist eine interessante Frage. Wir hatten ja schon die Frage, wie oft man an Sex denkt, haben wir ja in der Vorbereitung schon mal Richtig. durchgelesen, ja. Und wenn ich dann jetzt noch bedenke, wenn ich so oft auch dran denke, das war glaube ich 60 Mal Nee, oder 20. 20, Die Frau hatte viermal und der Mann Dann 20-mal. werde ich ja mindestens 20 Mal dran denken, dann werde ich ja mindestens die Hälfte davon eigentlich erregt sein. Was war das, C und D? Was war das? C war zwischen 6 und 9 und D zwischen 9 und 12. Ist jetzt sehr schwierig. Also, da wir jetzt den einen Teil wissen, wird es für mich verdammt schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass C aber ist. C, nicht D. Leider ist vier, fünf Fragen die Kamera nicht mitgegangen. Macht jetzt Wir aber hatten keine nichts. Lust Wir mehr. machen jetzt weiter. Und zwar bin ich dran. Ich stelle der Sabrina Okay. eine Frage, beziehungsweise es ist eine Gruppenfrage. Und legen wir los. Wie kategorisiert man eine Person, die den HIV-Virus hat, aber noch nicht krank ist? Boah. A. Infiziert. B. Seropositiv, C, seronegativ oder D, serokonvertiert. Keine Ahnung, positiv B. Serokonvertiert.
B, seropositiv. Ach, wir können mal rein. Ja. So. Halt mal. Ach so, du bist der Gelb. Ja. Okay, so. Jetzt komme ich. Gucken. Marco. Oh. Was ist Exhibitionismus? Das sind die Menschen, die sich nackt ausziehen, also die haben meinetwegen lange einen Mantel an, gehen dann in die Öffentlichkeit und machen dann wupp und sind dann splitterfasernackt. Und sind dabei sexuell erregt. Ja. Dadurch. Oder sie wollen dadurch, ja genau, sie wollen eine Erregung. Halt. Dabei sexuell erregt. Genau, richtig. Okay. Richtig. Gut, wow, bin ich gut. Gut, wow, bin ich gut. Gut, wow, bin neuer Wauberspruch. Oh, Gruppenfrage. Bei welchen der genannten Tierarten kommt Homosexualität vor? Ich habe gerade Bonbons gelesen. Bonobos? Sind das Affen? Wahrscheinlich. Pinguine, Giraffen oder D bei allen genannten Tierarten? Also, Pinguine. Was ja viele nicht wissen, die Homosexualität meint man ja immer, das wäre was ganz, ganz Spezielles. Es kommt aber allerdings in alle Tierarten vor und deswegen denke ich auch D wird richtig sein, weil es wie gesagt eigentlich in jeder Tiergattung gibt. Dass nur homosexuelle Tiere gibt oder dass es vorkommen kann? Bei welchem kommt es vor? Also kann vorkommen. Ja gut, dann tippe ich auch D, wenn es falsch ist, geht es auf deine Kappe. Okay, dann lass uns überraschen. Ja. Alle beide ein Feld zurück. Nein. Natürlich ein Feld vor. Richtig. Wieder aufgepasst. Scheiße. So. Aber ich hätte gedacht, nur Pinguine. Okay. Wir haben wieder ein nettes Bildchen. Das seht ihr aber danach. Ist es eine Frage an die Sabrina allein? Wenn zwei Partner ein etwas härteres Spiel im Bett spielen, benutzen sie oft einen Flogger. Was ist das? Oha. So we're now back from Universal Studios. I actually had a really good time. It was nice to hang out with all the old. Oh my god. FLOGGER. Das ist eine Peitsche. Ja. Das kam ja wie aus der Pistole. Möchtest du da erfahrungsgemäß etwas berichten, oder? Möchtest du erfahrungsgemäß was berichten? Ja. Ja?